Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play A Game of Dwarves und machen natürlich sofort da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, weil wir haben hier so eine fette Schatzkammer gefunden und während das jetzt lädt, drehe ich hier mal kurz am Wecker. Hops, knapp über 20 Minuten, beim letzten Mal habe ich es vergessen, die Folge ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, da stört sich keiner so wirklich dran. Oh, der hat jetzt hier fleißigst, hat der sich hier betätigt. Moment, nicht immer auf Pause. Und wir ziehen jetzt hier noch ein paar schöne Wände ein. So, na, man muss, soll's ja auch nicht übertreiben. So, und da nochmal. Eigentlich wollte ich nicht aus dem Baummenü raus, sondern wir brauchen nur noch Fußboden für unseren Speisesaal. Jo. So. Und dann haben wir da einen Brotkorb und dann können wir hier auch schon mal die Kerzen umpositionieren. Zum Beispiel da so noch hin und hier noch eine hin. Hops. Und hier haben wir auch noch welche, die da weg können. Noch eine. Das sieht doch hier jetzt schon fast dekorativ aus, könnte man meinen. Oh, und müde bin ich wie Sau. Das ist ja aber immer so, da ist ja jetzt für euch nichts Neues. Auch der eine da ist ja schon fast tot. Die teleportieren sich hier unten fleißig hin und her. Das soll uns aber nicht stören. Wir schnappen uns lieber ein Buddelzwerg und machen uns weiter auf die Suche noch nach irgendwelchen... Snorholm geht gerade pennen. Wo ist Bolgar? Da, dem geht's noch halbwegs gut. Das heißt, den schnappen wir uns jetzt. Auch wenn der gerade Bier trinken war. So, und dann lassen wir den mal hierher. Und dann hier noch eins nach unten. Und dann müssten wir wieder auf eine Kammer stoßen, in der es hoffentlich was Cooles gibt. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Oh, hier ist ein putziger Gnome zu Hause. Das ist ja schön, dass die sich so gut verstehen. Ey! Eigentlich. Ups, das war zu weit hoch. Ich suche eigentlich gerade irgendeinen Zwerg. Der hier. Auch wenn der gleich Hunger hat, den Kampf macht er noch. Weil das ist der Schwächste, der kann die Erfahrung gebrauchen. Kann ja an für sich auch nicht lange dauern gegen das kleine Vieh da. Wenn er denn endlich mal treffen würde. Da, sieht gut aus. Und hau nochmal drauf. Der blockt immer. Problem erledigt. Halt, hier ist er. Da kann er wieder hin. Kann er was futtern gehen. Der andere, der andere von hier aus kommt da hoch. Darum werden wir den hier wohl nicht mehr antreffen. Was heißt das hier eigentlich für eine komische Sache? Das kann das Spiel selber auch nicht sagen, aber es bringt Holz. Und die komischen Feuerschalen können weg. Haben wir sonst noch irgendwas, was man verkaufen kann? Nö. Haben wir nicht, brauchen wir aber auch nicht. Stattdessen kann man sich lieber hier noch nach... hier noch durchbuddeln. Wobei das ja gar nicht nötig ist, sehe ich gerade.
Ah, hier ist Bolger. Ne, ich will den nicht verkaufen. Nicht, dass er auf die Idee kommt, er könnte jetzt hier Mittag machen oder so. Ist nicht. Gibt es nicht. Abgelehnt. Hey! Das ist ja mal schön. Endlich mal was. Ach, das sagt ja auch irgendwie jedes Mal kurz nach dem Anfang. Jetzt noch weiter. Und da ihr so weit weg von dem seid, was ihr sucht, die wäre es mit einem kleinen Witz. Ein Zwerg, ein Elf und ein Drache gingen in eine... Alles klar, das reicht. Weiter werde ich nicht lesen. Warum nicht? Das klang... Da hätte gut werden können. Platin! Holla, die Waldfee, wir haben Platin gefunden. Nicht, dass wir sie brauchen würden, aber wir bauen es trotzdem ab. Los, Zwerg! Hol dir das Platin! Was bringt das jetzt eigentlich? Ist das noch Metall? Oder nee, das ist wahrscheinlich wie Silber und Gold, bringt das einfach nur Reichtum. Wir gucken mal, wir haben jetzt gerade hier aktuell 865. Oh, das bringt jeweils 100. So ein Platin-Klumpen da. Oh, der muss sich jetzt auch ein bisschen beeilen, weil der hat Hunger und müde ist er außerdem. Trotzdem holen wir uns die Kammer auch gleich noch, wenn wir einmal hier unten sind. Das schafft er schon noch. Bin ich der festen Überzeugung, dass uns der hier nicht verhungert. Los, Bolger, gib alles. Juhu, und einen noch. Gleich hat er es geschafft, dann darf er nach oben, darf was essen, kann sich dann gemütlich ins Bett legen. Und wir schnappen uns stattdessen... Ja, den hier, der muss nur wieder einen Gnom kaputt hauen. Das schafft er auch mit leerem Magen. Komm her hier. So ein Schlingel. Los, nun hau schon drauf. Na, hau zu. So. Und den coolen Topf, den nehmen wir wieder mit nach oben. Ja, stellen wir einfach erstmal irgendwo hin. Hauptsache, wir haben ihn erstmal. Jetzt brauchen wir noch Snorholm. Wie, der schläft. Also bei Bolger kann ich das ja verstehen. Hui, da kann man zwischen den beiden wechseln. So, Bolger, wie sieht's aus? Du bist als erster aufgestanden. Auch wenn das jetzt fies klingt, aber selber schuld, ne? Oh, da hinten ist ja auch noch so eine blöde Kammer. Wir verkaufen nur den restlichen Plunder. Oh, da konnten wir uns sogar einen Forschungstisch verkaufen, ist immer besonders nützlich, weil dafür gibt es einen Forschungspunkt. Und jetzt halten es die Zwerge länger ohne Nahrung aus. Das ist gut, nicht, dass ich denen nichts zu essen gönne, aber gerade hier in so einem Buddel
Einsatz. Titan. Und auch hier, wo setzen wir ihn denn jetzt als nächstes hin? Hier braucht er sich ja prinzipiell nur nach unten buddeln, ne? Und zwar exakt das eine Feld. Wir schnappen uns wieder den hier. Warum ausgerechnet immer den? Weil das einfach noch der Schwächste ist. 8, 9, Stufe 10. Und wir schnappen uns dann den entsprechend einfach den hier, weil der halt das Training noch braucht. Verschieben, hier ist verkaufen. Hier ist noch Platin, wenn man da noch Interesse dran hätte. Boah, na, das dauert ja aber hier auch. In der Zeit lasse ich hier auch mal noch ein paar Steinstatuen bauen. Auch wenn wir die momentan gerade nicht unbedingt brauchen. Wo fällt denn das drunter? Hier nicht. Nein. Nein. Doch hier. Dekomist. Wie? 400? 800? Seit wann brauche ich denn 800 dafür? Aber scheint ja so. Boah, dann brauche ich unbedingt noch, Ups, eigentlich wollte ich ja Snowholm haben. Jetzt muss ich natürlich warten, bis ich das wieder aufgeladen hat hier. Hat der's bald? Kann doch nicht so schwer sein. So, der wieder hier hoch, der kann jetzt pennen. Den teleportieren wir einfach eins nach unten. Gehen hier ganz hoch, öffnen den Baumodus. Der unten kann natürlich fleißig weiter buddeln. Thank you.
So, oh, da gibt es noch mehr Steine, sehr schön. Genau das brauchen wir nämlich hier, jede Menge Stein momentan. Oh, ich glaube, ich habe die ganze letzte Zeit nichts gesagt, oder? Habe ich was gesagt? Ne, ich glaube nicht. Das ist ja grauenhaft. Das war ein, oder ist ein sehr ruhiges Let's Play. Was aber vielleicht auch spielbedingt so ein bisschen ist, ne? Hier ist nicht permanent Action, hier ist eigentlich die ganze Zeit so schön gemütlich, da ein bisschen buddeln, dort ein bisschen was abbauen. Nur keine Hektik aufkommen lassen. Kein Stress, immer ganz entspannt. Wie geht's, Snowholm? Oh, Snowholm muss jetzt unbedingt hoch gleich. Nach dem Block da muss Snowholm nach oben. Und zwar ganz, ganz dringend. Oh, und da ist er auch schon oben. Und wir schnappen uns dafür Bolger. Der kann dann quasi unten übernehmen gleich. Wie, Bolger, vergiss es. Der hat noch über 60 gehabt, oder um die 60 zumindest. 59 sind es jetzt noch. Da muss ja noch nicht ins Bett gehen. Das kann er vergessen. Wie viel von dem roten Schrappel es hier auch gibt. Während der da buddelt, gehen wir hier hoch und stellen hier mal noch eine Statue auf. Aber jetzt natürlich hier so eine andere, weil immer dieselbe ist ja uncool. Also es mit den baut 4 Steinstatuen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Das ist mehr so, hier Leute hinhalten, dass die, oh, Verzeihung. Dass die noch hier irgendwie nach Rohstoffen suchen müssen. Aber jetzt so wirklich, boah, eine Herausforderung ist das eigentlich nicht. Hauptsache, du hast Steine gesammelt. Und die findest du nur auf jeder Schicht. Das ist jetzt nicht wie Titan oder so, wo man sich so weit runterbuddeln muss. Unsere Zwerge sind top motiviert mit 3 plus. Kann man nicht anders sagen. Los, hau drauf, Dilmar. Braucht er Verstärkung? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt die Frage. Braucht er Verstärkung? Ja, der andere blockt relativ häufig. Ja, Dilmar ist ein Loser. Muss man einfach mal so sagen, es ist ein Loser. Also geht pennen, wo ist der nächste? Nein, nein, nein. Morka geht auch pennen. Morka muss nicht pennen. So, Morka, nun haben wir ordentlich drauf hier. Und nochmal. So, reicht. Wo ist der jetzt hin?
verdammter Grünling. Und wie viele es hier noch gibt. Ja, lief doch. Da ist jetzt auch der Stufe 9 aufgestiegen, endlich. So. Hier ein Bolger oder Snorholm. Wie sieht Snorholm aus? Snorholm ist noch ein Ticken besser als Bolger momentan. So von Ausdauer und hast du nicht gesehen? Ihr kommt näher, aber warum seid ihr noch so weit oben? Seid ihr etwa ein Oberflächenbewohner? Jetzt bin ich mir sicher, das wurde von jemandem geschrieben, der etwas mit König Vater zu tun hat. Und da klingelt's auch schon, aber die Kammer hier hinten schauen wir uns noch an. Einfach so aus Neugier. Ich glaube, das war eine sehr, sehr ruhige Folge. Aber das ist halt, weil das ist so ein entspanntes Spiel und alles. Da kann man nicht die ganze Zeit quatschen eigentlich. Weiß nicht, ob das so eine gute Wahl war für ein Let's Play. Spaß macht's definitiv, aber ob das so gut ankommt, frage ich mich immer wieder. Aber prinzipiell ist es doch ganz putzig, auch die Zwerge immer, den Zwergen immer zuzuschauen. Und ich bin auch müde wie Sau. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass man dann so wenig redet. Und ja, gleich sind wir da. Mal gucken, vielleicht finden wir noch schon eine Steintafel. Wir brauchen ja auch nur noch drei. Es ist ja nicht so, als müssten wir jetzt hier noch jede Kammer abgrasen. Das könnte man machen, muss man aber nicht, weil wir brauchen nur noch drei von den komischen Tafeln. Und da ist eine davon. Los, Tafel aktivieren. Tafel aktivieren. Nein, er haut ab. Ist aber auch sein gutes Recht. Nur man hätte es ja mal versuchen können. So, und ich würde sagen, an der Stelle speichern wir jetzt einfach. Und lassen die dann beim nächsten Mal hier da unten noch eine Tafel aktivieren und kämpfen. War definitiv zu spät. Draußen plätschert auch der Regen ans Fenster. Habe ich jetzt hier gespeichert? Nicht mal das kann ich mir mal merken. Wir speichern einfach nochmal. Ist ja kein Problem. Ich bedanke mich an der Stelle wie üblich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal.